In Osnabrück wurde erfolgreich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die Bombe wurde in einer Baugrube gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte kurz vor der geplanten Entschärfung festgestellt, dass der Zünder nicht mehr entfernt werden kann. Also musste die britische 5-Zentner-Bombe kontrolliert gesprengt werden. 4000 Menschen wurden für mehrere Stunden evakuiert. Auch die Autobahn 30 von Hannover nach Amsterdam musste kurzzeitig gesperrt werden.